Herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von Winkeldier mit einer weiteren zehntätigen Folge in diesem Spiel auf der PlayStation 5 mit mir, Christian Angel 3000. Ich begrüße euch herzlich und wir steigen sofort rein, um weiter unser Haus zu erweitern, zu bauen und mal schauen, ob wir heute ein bisschen besser vorankommen wie letztes Mal, denn die wollen immer mehr, immer Sachen haben, die ich nicht geben kann. Aber das wollen wir heute mal versuchen zu ändern, falls es möglich ist. Und wenn es euch gefällt, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und somit sind wir hier wieder am Start. Und wir könnten eigentlich direkt den Laden öffnen, weil wir können eigentlich gerade nichts machen. Der Bedarf ist halt immer noch so, ja, wie soll ich sagen, verwirrend, aber wir kriegen das, denke ich mal, bald hin, dass man hier mal ein bisschen mehr Geld reinbekommt, dass wir hier auch ein bisschen was uns leisten können. Let's go! Wir sind Level 14, Attraktivität ist 5, die wir leider nicht steigern können, warum auch immer. Guten Morgen erstmal, Herr William, Willem Dafoe, oder wie? Nee. So, der hat was gekauft, sehr schön. Der hat mein Bambus. Okay, der hat gerade gekauft und jetzt will er nochmal. Okay, warum nicht? Warum nicht? Die wollen Kartoffeln. Hammer. Am Start. So. Das haben wir auch. Äpfel. Hammer-Äpfel? Nein, wir haben keine Äpfel. Können wir Äpfel kaufen? Artischockensamen. Nein, Spargelsamen. Ich weiß nicht, habe ich davon jetzt zwei oder nur eins? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Verstanden. Aber wir können ja einmal kaufen. So. Getränke haben wir null. Kaufen wir uns auch mal ein paar. Sicher ist sicher. Alraune. Okay. Puh, ein Hemd, Schlafmittel, Weizensamen. Ich glaube, da könnte man auch noch mal zwei kaufen. Oh, nee, 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 nee. Weizen lassen wir erstmal weg. Wir haben ja noch hier angepflanzt. Aber bei 30%, ja, wäre ja nicht verkehrt. Komm, machen wir einfach mal so. Kartoffelsamen haben wir genug. Alraune will ich lieber anpflanzen. Apple hat er leider keine gehabt. Tut mir leid. Da muss ich dir Mary leider enttäuschen. Es tut mir leid. Ich kann leider schon wieder Äpfel. Ich brauche irgendwie einen Apfelbaum oder so. Das wäre doch mal eine Idee. Aber ich habe keine Ahnung. Jetzt wollen sie Eisen haben. Toll, ich habe kein Eisen. Kann ich ihnen irgendwas anderes anbieten? Wahrscheinlich nicht. So. Die sind immer dann unzufrieden. Das ist immer so traurig. So, 68 eingenommen, also nicht viel, aber naja, besser als nix. So, wir tun hier abernten. Ah ne, wir müssen jetzt mal Pflanzen noch abernten, können wir doch auch. So, Dankeschön. Da du mal gießen. So. Da haben wir noch zweimal Spargel drinne. Kartoffelsamen, Spargelsamen, Weizensamen. Weizen haben wir hier zweimal. Nehmen wir einfach die hier. So. Pflanzen. So. Ja, würde ich sagen, direkt weiter. Keine Zeit zu vergeuden. Wir können ja wieso nichts machen. Geld will ich unbedingt jetzt auch nichts ausgeben. Wir müssen halt einfach nur gucken, dass wir irgendwann mal mehr Felder hier an der Seite rechts bauen können, anbauen können, dass wir hier ein bisschen mehr verkaufen können. Kauft mal jemand hier Holz? Das würde mich auch mal freuen. Ja. Oh, die haben Weizen gekauft. Ja, das Lavendel, das habe ich leider nicht. Es tut mir leid. So, Kartoffeln will jemand. So. Äpfel. Oh ja, können wir gleich mal ein paar kaufen. Oh, wir haben nur zwei. Hat er nur Angebot. Artischocken, Spargel, Lavendel.
Wieso haben wir eigentlich nie Lavendel gekauft? Das finde ich gerade ein bisschen verwirrt. Kaufen wir mal zweimal, auch wenn es jetzt gerade plus 7 ist, aber können wir uns auf jeden Fall leisten, denke ich mal. Können wir dann auch bald anbauen. So. Wolle. Ja, ich kann auch keine Wolle anbauen, kann ich auch nicht. Kann ich euch irgendwas anderes antun? Die will noch was wie der Äpfel. Ja. Das haben wir. So. So. So, wie sieht's denn hier aus? Eine Schmerzsalbe. Toll. Eisen. Nee, 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 nee. Tut mir leid. Kein Bedarf. So, hier, das habe ich aber für dich. Nee. So, sorry, heute nicht. So. Da tun wir hier mal weiter gießen. So. Und hier können wir wieder abernten. Sehr schön. Gut, jetzt können wir hier endlich mal Kamille. Nee, Lavendel. Das müsste man mal anbauen. Und Spargel haben wir da drüben. Also brauchen wir nur Lavendel zweimal und machen wir noch mal eine Runde. Ich habe jetzt zwei, also Kamille, Spargel, Weizen. Machen wir das so. Gut, okay. Haben wir auch noch mal ein bisschen Platz geschafft. Ja, nicht gerade viel, aber besser als nichts, Leute. Und ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Die Wirtschaft wächst und alle Preise steigen. Genieße es, solange es anhält. Und die Preise steigen. Ja. Hallo, Andreas. Ja, der will wieder Arone. Nee, ja. Was ich nicht habe. Äpfel habe ich einmal. Ein Schlaftrank. Okay. Äpfel haben wir hier. Was hat er noch hier im Angebot? Käse. Ach du Scheiße. Okay, Lavendel. Lavendelhammer. Ich will keine Lavendel kaufen. Auch wenn die jetzt hier gerade übelst im Angebot sind. Käse. Ich würde sagen, wir kaufen uns zweimal Käse einfach. Fertig aus. So. Ja, Tränke kommt noch alles, wenn ich mal Dings habe. Als nächstes werde ich wahrscheinlich die Alchemie mal hinbauen müssen. Weil Pflanzen habe ich genug. Und ich denke mal, mit den Pflanzen kriegen wir bestimmt auch irgendwas hin. Tut mir leid. Was hat er denn hier im Angebot? Holzschuhe wollte auch bis jetzt noch keine Schlafmittel. Kaufen wir einfach einmal, dass wir das gleich direkt weiterverkaufen können. So. Gut. Spargel, Hammer. So. Bitteschön. Dankeschön. Tut mir leid. Wir brauchen noch eine Stufe im Endeffekt. Und dann können wir im Endeffekt schon Tag 34, Tag 33, 34 eingenommen. Es ist auf einer Seite einfach nur traurig. Verbessere die maximale Attraktivität. Ich kriege aber keine Punkte mehr rein. Das ist halt voll traurig. So. Das andere braucht auch viermal. Das ist übel. Kamille, Kamille, Spargel. Haben wir nur einmal hier noch? Ich frage mich, wie man eigentlich hier wieder verkaufen kann.
Das würde mich freuen. Einmal verkaufen, das wäre schön. So. Dann machen wir mal hier noch mal eine Runde das rein. Und in der Zwischenzeit mache ich den Laden schon mal auf. Alchemisten von nah und fern treffen sich, um die Entwicklung und zu diskutieren und Erzeugnisse zu verkaufen. Nachfrage und Preis für Alchemieprodukte und Zutaten sind erhöht. Mehr Kunden kommen in den Laden. Ja, davon habe ich ja genug eigentlich. Ne? Eigentlich. Frage, was sie wollen. Apple, Apfel, Kartoffeln. Ja. Schlaftrank. Spargel, Hammer. So, ja. Was hat der irgendwas Interessantes? Raune-Samen bräuchte ich. Das tut er wie mal wieder nicht anbieten. Ne? Naja. Was soll ich sagen? So, warte mal, warte mal. Wir haben einmal das und einmal das. So. Da will noch jemand Spargel haben. Spargel habe ich genug. Erzählen Sie nicht so ein Spargel. Habe ich das noch? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. So. Das Holz legt sich auch zu Tode hier irgendwie. Aber wir haben wieder was Gutes eingenommen. Und bald sind wir Level ab. So, Weizen. So. Weizenernteaufgabe abgeschlossen. Sehr schön. Ich weiß halt nicht. Dynamisch. Oh komm, lass uns dynamisch drin. Ist immer wenigstens was Ordentliches hier. Ich weiß halt nicht, wie ich die Attraktivität erhöhen soll. Ich habe hier dauernd irgendwie eine Meldung. Ich kann irgendwas freischalten. Ja, stimmt. Wände halt, ne? Neue Wände. Aber das ist halt übelst teuer, was ich halt immer noch nicht kann. Hier kriege ich auch nichts. Stufe 34, Stufe 38, 26, 21, Stufe 15. Aufgabenbrett. Aha. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Jetzt will ich jetzt mal was ausprobieren. Das ist für Dekoration. Können wir ja mal hier hinsetzen. Mal gucken, ob sich das irgendwas ändert jetzt. Es füllt sich nicht auf. Und das ist was, was ich irgendwie nicht verstehe gerade. Ich kann meine Dings nicht erhöhen. Das bleibt aber auch so. Wenn ich jetzt guck, wenn ich jetzt hier jetzt mache, wartet mal. Als Beispiel. Wir bauen uns eine Fackel. Geht dann aber auch die Meldung in dem Sinne dann aber auch nicht hoch. Es bleibt bei 5, egal was ich mache. Irgendwie kann mich das Spiel gerade nicht leiden. Deswegen macht das jetzt auch keinen Sinn.
Wahrscheinlich muss ich erst Level 15 erreichen, dass ich dann irgendwas machen kann. Aber das wäre ja sehr bescheuert, ehrlich gesagt. Das wäre ja echt doof. Ja, ich zahle, muss. So. Verbessert die maximale. Ach so, wartet mal. Freischalten. Verbessert die maximale Attraktivität im Freischaltemenü. Und wie mache ich das? Erhöht die Aktivität des Ladens. Ja, das sind aber nur Sachen zum Hinsetzen. Wenn ich das jetzt mache, nee, geht ja nicht. Im Freischaltemenü. Ah, okay. Entsperrt das komplette Set. Maximale Ladenaktivität plus 5. Maximaler Auslagelevel plus 1. Also muss ich mir eine Wand kaufen, um die Aktivität zu erhöhen. Lol, okay, alles klar. Da muss ich sparen jetzt, wa? Was wollen die denn jetzt? Kenne ich nicht. Käse, Hammer. So, du hast Level 15 erreicht. Voll Fähigkeiten. Nice. Da würde ich jetzt einfach glatt sagen, wir haben Schmiede brauchen wir es eher weniger. Mahlzeiten auch eher weniger. Alchemie würde ich eher jetzt empfehlen. Okay, das ist glaube ich automatisch drin, ne? 50. Da vielleicht kann ich da jetzt Bäume anpflanzen. Das wäre toll. Ich würde die Alchemie bauen, freischalten. Mit der Begründung, ich habe haufenweise Pflanzen. Vielleicht kann ich damit dann irgendwas Anständiges machen. So, aber erstmal gucken. Spargel, Antischocken, Käse, Lavendel, Schmerzsalbe. Oh, 33. Nein, tut mir leid. Ah, die Schocken sollte ich mal wieder ein bisschen pflanzen. Die wollen halt alles, was ich nicht habe, halt, ne? So. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Es ist so traurig, Leute, es ist so traurig, ehrlich gesagt. Es ist einfach nur traurig. Käse habe ich. Wir sind bei 300. Schon mal gar nicht so schlecht. Ich wollte hier das da machen. So. Hier machen wir auch noch mal das rein. Okay, also 316. So. Wieso habe ich eigentlich keine Anti... Antischockensamen? Wieso habe ich davon keine mehr? Gehen die Samen nach einer gewissen Zeit kaputt?
Das wäre ja echt blöd. Das wäre ja echt blöd, wenn das so wäre. Okay. Jetzt will ich mal was kurz checken. Kaufen. Da, was ist das hier? Kann ich auch draußen platzieren. Das ist sehr schön. Machen wir einfach mal. Und die Frage ist jetzt, was kann ich hier anbauen? Also kann ich hier das gleiche wie das andere. Was ist das denn jetzt hier? Bohnen, okay. Ja, brauche ich aber leider nicht. Toll. So. Wir könnten eigentlich auch den Raum erweitern. Dass wir endlich auch mal, ja, den Alchemietisch hier hin platzieren können. Oh, der ist ja groß. Ach du Scheiße. Der würde, glaube ich, genau hier reinpassen. Ja. Bauen. So, müssen wir halt machen, ne? Jetzt komme ich nicht mehr an. Den Mülleimer. Den Mülleimer anwählen. Wähle den Mülleimer an. Dann machen wir es halt so. So. Gut, das will ich mal gucken, ob ich das bauen kann. Halt, nein, das war das Falsche. Den Alchemietisch kostet mich 50. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Hahaha. Genau. So. Okay. Dafür brauche ich. Aha. Dafür brauche ich. Aha. Okay. Gut. Dann lohnt sich das schon mal. Ja, dann würde ich sagen, machen wir wieder auf und hoffen wir, dass wir hier ein bisschen was verkaufen können. Und im Endeffekt kommt jetzt nur vom Farmen Kamille und wir brauchen. Ich muss das kurz nebenbei kurz was checken. Ihr seid kurz beschäftigt. Also, ich brauche Lavendel und Antischocken, wenn da einer kommt. Die wollen immer das, was ich nicht haben kann oder nicht geben kann. So, was hast du im Angebot? Alraune. Boah, teuer. So. Warte mal, kann ich vielleicht auf die Schnelle? So, machen wir das einfach mal hier hin. Getränke will der. Ja, ich hab auch keinen Platz hier nirgendwo. Spargel habe ich. Will noch jemand Spargel? Ja, die habe ich schon alle verballert. Tut mir leid, davon habe ich gerade nichts mehr. Und die habe ich gar nicht gehabt, hatte ich gesagt, aber okay. Aufgabe erledigt. Ja, verkaufe Waren. Ja. Ich brauche trotzdem mehr Geld. Ich brauche über 300, also. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wenn ich jetzt Sachen verkaufe.
85. So. Dann verkaufen wir nochmal den Alchemietisch. 50. Kann nicht abreißen eigentlich. Anscheinend nicht. 328, okay. Ich muss jetzt mal checken. Ich muss das Ding irgendwie erweitern. Was brauche ich? Was kostet das? 375. Okay. Dann machen wir das jetzt mal. Weil sonst kommen wir nicht voran. Zählt das eigentlich für alles? Entsperrt das komplette Set. Okay. Ja, dann machen wir einfach das da. So. Ah ja. Jetzt haben wir nur noch 13. Ja. Okay, gut. Dann machen wir gleich mal eine neue Lavendel rein. So, wir sind überladen. Ist aber egal. So, jetzt können wir das hier nächstes Mal platzieren. Und das da. So. Okay, wir machen den Laden auf. Es gab Meldungen für Banditen. Dieses könnte auch die Händler beeinträchtigen. Habe ich eine Abwehranlage oder so? Ich habe keine Ahnung. Die kommen immer damit, was ich nicht verkaufen kann. Ihr wollt mich doch alle rollen. Käse, ich habe keinen Käse. Ich kann auch nichts kaufen, weil ich überfüllt bin. Kauft doch mal was, Leute. Tut mir den Gefallen. Äpfel. Das habe ich auch. Jetzt bin ich mal ein bisschen leichter. Schön. Immer alle Äpfel haben. Ich kann doch nicht mal Äpfel anbauen. Das ist irgendwie nervig. Was willst du noch? Bohnen. Ja, super. Prima. Gib mir doch mal ein paar Bohnen. Dann kann ich welche verkaufen. Was hältst du davon? So. Tut mir leid. Ich kann dir keine Bohnen geben. Trotzdem danke für die milde Gaben. So. So. Kamille. Kamille. Wir sind extrem überfüllt. Könnten wir vielleicht eine Lagererweiterung kaufen, die uns vielleicht das Leben erleichtert? Nein, weil uns ein paar kleine Beträge fehlen. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Bin ich so gerade heute motiviert, tut mir leid. Ihr wollt alle Käse haben. Ja, erzählt mir einen Käse hier. Kauft doch lieber mal andere Sachen. Ich habe so viele neue Waren. Spargel, habe ich Spargel. Machen wir das halt so. Bitteschön. Sind Sie zufrieden? Gehen Sie nach Hause. Das war so klar.
Weißt du, auf einer Linie wollen die gerne alles haben, aber wir wollen aber auch nichts ausgeben, dass ich vielleicht mein Inventar mal ein bisschen aufwerten kann, also mein Geschäft vergrößern kann. Ich kann nicht so klein bleiben. Es ist schwer in der heutigen Zeit. Und ich kenne das von jemand anders. Also, viele Produkte, aber keiner will was kaufen, weil sie alle nur auf digital gehen. Ne? Also, das ist ein richtiger Laden, wo ich öfters bin. Okay. Äpfel, kann ich Äpfel kaufen? Mein Inventar, ich kann doch nicht mal irgendwas verkaufen. Das ist ja das Traurige. Du kannst keine Gegenstände verkaufen. Ich habe so viel Holz und ich kann nichts kaufen. So. Es ist einfach nur ein bisschen traurig. Wir müssen uns halt ein bisschen hocharbeiten jetzt wieder, weil wir es schon viel ausgegeben haben. Dann müssen wir Spargel hier hinsetzen. Nein, das wollte ich hier nicht hinsetzen. Das wollte ich hier hinsetzen. Und dann wollte ich das hier. Nee, hier hätten Spargel. So. So. Ja. Okay, nur gießen. Ich hoffe halt nicht, dass wir irgendwann in den Urin. Der Fund einer neuen Kohlemine hat den Markt mit Kohle überflutet. Genieße die geringen Kohlekosten, solange es anhält. Ja. Ich hätte vielleicht kurz schnell noch ein Lager kaufen können eigentlich. Ich Vogel. So. Wollen noch mehr Spargel? Kommt. Das habe ich leider nicht, tut mir leid. Bin wieder ein bisschen Lavendel, Alraune, Schmerzmittel. Ja. Käse. Ja, da habe ich leider keine Kochstation dafür. Es tut mir leid. Kartoffeln sind auch schon alle. Okay. Die haben auf jeden Fall sind wir schon mal losgeworden. Holz? Nee. Käse und das andere Zeug. Also auf einer Linie heißt es jetzt hier, ja, ich kann sehr gut hier Dings die Dinger hier verkaufen, aber irgendwie kauft es auch keine Sau irgendwie. Das ist, ich weiß doch nicht, was die wollen von mir, ey. Es ist auf einer Linie echt nur traurig. Was will man da noch machen? Spargel ist am Start. Nee, einmal. Nee, das ist gerade in der Windel. Okay. Was haben wir noch? Weizen, Kartoffeln, Kamille. So. Okay, ich würde sagen, wir kaufen uns mal eine Lagererweiterung, weil sonst wären wir hier langsam, haben wir dann langsam echt Probleme. Lager. 186. Ich muss meine Schulden bezahlen noch. Okay, wenn ich das jetzt. Nee, ich brauche. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss erstmal das kaufen. Und später werden wir dann die Dinger auch alle wegballern. Den großen Schrank will ich jetzt nicht loswerden. So. Denn wir müssen jetzt erstmal wieder Schulden bezahlen. So. Guten Morgen.
Ey, du hast echt einen Namen, ey. Ja, jetzt habe ich keine Kartoffeln, ne? Das habe ich auch nicht. Weißt du, die ganze Zeit wollten die das ganze Zeit solche Flaschen haben. Und jetzt will keiner mehr, oder was? Was stimmt denn mit euch nicht? Antischocken, oh, plus, Gott, nein. Nee. Kaufen wir halt einmal Kartoffeln. Um zu hoffen, dass es jemand kauft. So. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Ich bin ja überwältigt von eurer Ideen. Ich kann dir nicht helfen, es tut mir leid, Luis. 29. So. Okay. Ja, was soll ich sagen? Das kostet mich 75. 75, dann wären wir bei 120. Das hat jetzt 12 und das hat 15, 3 mehr. Nee, Lager brauche ich jetzt erstmal nicht kaufen. Das macht erstmal hier gar keinen Sinn. Bauen. Was kosten mich eigentlich Wände? Ich habe ja neue Wände eigentlich, ne? Nein. Oh, das Bauen ist hier ein bisschen doof gemacht, ne, Leute? Also, bauen nochmal. Ich will nur. Wir fangen einfach am besten gleich damit an. So. Ist eine Tür. Würde sagen, ja, ein paar Wände noch. Einmal da, 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 da. Da. Änderung übernehmen, ja. Und wir haben wenigstens jetzt optisches eine Erweiterung erhalten. Hehe. Sehr schön. Sieht doch schon mal schon anspruchsvoller aus, ne?
Ja, dann war es das hier eigentlich. Wir haben schon wieder 40 Tage und wir liegen gerade bei 52 Silber. Überfüllt bis ohne Ende, weil wir nichts irgendwie platzieren mehr können, weil ja alles voll ist hier. Aber hey, wir haben einiges erreicht. Wir haben ein Level abbekommen, wie gesagt. Wir haben Platz gemacht. Wir könnten eigentlich noch weiter Platz kaufen jetzt. Das will ich jetzt aber noch nicht. Denn wir müssen ja als nächstes halt, wie gesagt, 150 in 5 Tagen schaffen, dass wir da wenigstens nicht verlieren oder uns ja, verabschieden. Deswegen lassen wir uns einfach mal ein bisschen so stehen und warten wir einfach mal, wie es beim nächsten Mal auf jeden Fall weitergeht. Und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal wieder reinschauen tut, denn ja, mit Winkeljet, mit dem Chup-Chup-Laden geht es auf jeden Fall nächste Folge weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder am Start seid. Und somit Wiederschauen reingehauen, euer Christian H3000. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und Wiederschauen und reingehauen. Ciao, Leute.